Herzlich willkommen bei Deine Wahl. Herzlich willkommen in Oberbayern. Wir sitzen hier am Suddelfeld. Direkt hinter uns ist der Wendelstein zu sehen. Einer der, sagen wir mal, besten Tourismusregionen, die es in Deutschland gibt. Unter uns liegt der Speicherteich am Suddelfeld. Der war in den letzten Jahren ziemlich in den Medien drin. Es ging darum, ob man ein Spiegelgebiet ausbauen kann heutzutage noch aufgrund des Klimawandels oder nicht. Neben mir sitzt einer, der sicherlich dazu auch eine Meinung hat. Das ist Albert Dün, das ist der bayerische FDP-Vorsitzende. Ja, wo ist die Position der FDP in Sachen Klimawandel, in Sachen Tourismus, in Sachen sanfter Tourismus, in Sachen Skisport? Da man in den letzten Tagen ja es nicht besonders warm gehabt hat in Bayern, bin ich jetzt auch gegen den Klimawandel. Also ich hatte erwartet, dass es dadurch wärmer wird, aber es wird immer kälter und das finde ich nicht schön. Ausbau Tourismus ist es so, wenn man mal ein bisschen so über die Alpen fliegt und schaut mal runter und schaut mal, wo gibt es denn überhaupt Skianlagen, wo gibt es Tourismuszentren, dann ist das so ein geringer Anteil. Und ich bin da schon der Meinung, dass die Menschen vor Ort selber entscheiden sollen, ob sie mehr Touristen haben wollen oder nicht. Und wenn sie mehr Touristen haben wollen, dann müssen sie eben Entscheidungen treffen, die manchmal auch dazu führen, dass man Einschneidungen in die Natur machen muss. Aber ich glaube, das wissen die Leute hier vor Ort am besten. Und da möchte ich ihnen nicht von vornherein irgendwie durch ideologischen Heckmeck irgendwas vorschreiben. Das sollen sie selber wissen. Wir sind hier in einem Hotelbetrieb. Da gab es neuerdings eine, oder was heißt, gibt es jetzt eine Abgabe, eine Zwangsabgabe, die nennt sich Saunasteuer. Der Hotelier darf nicht mehr eine Sauna kostenlos anbieten. Macht so etwas überhaupt Sinn? Braucht der Staat das Geld? Ganz ehrlich, langsam frage ich mich, was in dieser Politik überhaupt noch Sinn macht. Seitdem wir diese Regierung haben und auch in Bayern die CSU wieder alleine regiert, macht das meiste überhaupt keinen Sinn mehr. Mag ja nach den Buchstaben des Gesetzes wohl sich herauskristallisieren, dass eben eine Sauna mit 19% belastet werden muss und nicht im Zimmerpreis inbegriffen sein darf. Aber das Ganze ist doch Humbug. Ja, genau wie das mit dem Übernachtung, Einnächtler-Pauschale hier, gerade hier im Bereich, im Grenzbereich. Ihr wisst vielleicht, dass die Touristen früher, die quer durch Deutschland fuhren und nach Südtirol wollten, die blieben über Nacht, eine Nacht hier in Oberbayern. Dann wurde das eingeführt, dass auch für eine Nacht diese Touristikpauschale bezahlt werden musste. Also pro Person, ich glaube 2,50 Euro oder 3,50 Euro und das muss der Busfahrer bezahlen. Was macht der? Der fährt ein Stück weiter nach Österreich rüber und schon hat er die Sache erledigt. Und wer leidet darunter? Die Touristikbranche vor Ort. Was will denn die Politik? Immer noch mehr Regeln, immer noch mehr vorschreiben? Alles Unsinn. Da sind wir direkt bei der nächsten Frage. Es gibt wieder eine Diskussion, die aufkeimt zum Thema, müssen Hotelzimmer wieder mit dem vollen Mehrwertsteuersatz oder dem halben Mehrwertsteuersatz? Es ist vor einigen Jahren zurückgenommen worden, um überhaupt ein bisschen mehr Motorbewegung in den Tourismus reinzubringen. Macht das Sinn, das wieder rückgängig zu machen und auf den vollen Mehrwertsteuersatz? Nein, sicherlich nicht, weil es hat tatsächlich zu unglaublich vielen Investitionen geführt, diese Senkung des Mehrwertsteuersatzes. Die Hoteliers sind natürlich jetzt in der Situation, dass sie unterschiedlich abrechnen müssen. Einmal die Übernachtung und dann das Frühstück, weil der Staat ja am Frühstück gerne Geld verdienen möchte, was natürlich meiner Meinung nach totaler Unsinn ist. Man hätte da alles, was dem Gastgewerbe ist, hätte man senken müssen. Nichtsdestotrotz muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich für einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz in ganz Deutschland, der deutlich gesenkt werden müsste, der wäre dann ungefähr bei knapp unter 16%. Und damit würde es keine 7,5 und 19% und 0, dieser ganze Unsinn hier, Esel kostet 7,5 und Maultier 19%, das ist doch alles Käse. Das muss doch mal vereinheitlicht werden. Das wird immer problematischer und damit bläht sich die Bürokratie immer mehr auf. Und das müssen wir einfach verhindern. Und da müssen wir einfach sehen, dass wir vorankommen, einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz und schon ist die Sache erledigt. Das klingt alles nach einfacher. Da stehst du, glaube ich, auch für. Weniger Bürokratie ist mehr. Da habt ihr auch im Moment von der FDP in Bayern, sage ich mal so, das euch auf die Fahnen geschrieben. Was kannst du dazu erzählen? Also ich habe mir lange überlegt, man muss sich ja abgrenzen von anderen Parteien. Und meine Überzeugungen, die kennt man mittlerweile. Ich bin für freie Entfaltung und jeder sollte machen, was er kann und was er will und sollte es auch so gut machen wie möglich. Und das wird ja immer mehr behindert. Und da habe ich versucht, Mensch, wie bringst du das raus? Wo siehst du den Unterschied zwischen den Parteien? Und jetzt ist mir in den letzten Tagen so ein bisschen visionär eingefallen,
Wir brauchen nur zu sehen, für was stehen denn die ganzen sozialistischen Parteien, die wir im Moment im Bundestag haben. Also im Moment sind es 100% sozialistische Parteien im Bundestag. Die stehen also ganz klar dafür, den Menschen zu verallgemeinern, immer gleicher zu machen, immer mehr Vorschriften zu machen, immer mehr alimentieren, immer mehr einzududeln, um einen Einheitsmenschen hinterher zu haben, den man gut organisieren kann. Und da ist die FDP vollkommen anders. Wir stehen für freie Entfaltung. Wir brauchen Risiko, weil nur Risiko führt zu Erfolg. Wir brauchen auf alle Fälle Menschen, die sich frei entwickeln wollen, die Leistung bringen wollen, und dann sollen sie verdammt nochmal auch für die Leistung belohnt werden. Schau mal, wenn wir heute, der Normalbürger geht 35 bis 40 Stunden arbeiten in der Woche. Damit verdient er seinen Lebensunterhalt. Davon kann er sich die Miete bezahlen und so ein bisschen drumherum, essen, trinken und so weiter. Und was ist, wenn ihm die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto kaputt geht? Dann geht er los und nimmt einen Kredit auf, weil, und da steht die FDP wieder ganz anders, ihm praktisch die Zusatzleistung nicht gegönnt wird. Wenn ich heute mir etwas kaufen möchte, dann muss ich dafür arbeiten. Dann muss ich einen Job erfüllen. Und in dem Augenblick, wenn ich einen festen Job habe und hole mir eine zusätzliche Lohnsteuerkarte, dann bin ich Lohnsteuerklasse 6, was natürlich unheimliche Abzüge nach sich zieht. Und damit werde ich bestraft. Und es wird mir nicht mehr erlaubt, weil ich womöglich diese 10 Stunden Arbeitszeit pro Tag überschreite. Also der Mensch wird immer mehr eingeschränkt. Und da steht genau die FDP auf der anderen Seite. Wir wollen, dass die Leute sich etwas leisten können, wenn sie etwas leisten. Ja, das ist der Riesenunterschied zu den anderen Parteien, die versuchen, so eine Vereinheitlichung, so eine Gleichmacherei, und das macht mir keinen Spaß. Wir sitzen hier jetzt auch, es ist abends. Wir haben doch heute schon gearbeitet, also ich habe heute schon 8 Stunden hinter mir. Gut, jetzt bin ich Unternehmer, ich darf das. Komischerweise da macht das dem Staat gar nichts aus. Ich darf arbeiten, solange ich will, ganz tolle Sache. Mache ich auch gerne und aus Überzeugung. Aber jetzt komme ich neulich in meinen Betrieb rein und abends und sehe, dass die irgendwas reparieren. Abends um 8 Uhr. Sag ich, spinnt ihr, könnt abends um 8 Uhr nicht arbeiten. Ja, wir wollen das morgen noch raus haben. Die haben jetzt alle einen Firmenschlüssel. Was soll ich jetzt machen? Soll ich nach Hause schicken? Das ist doch alles Käse. Also dieser Staat verhindert einfach das Streben nach Glück. Und das Streben nach Glück ist nun mal, sich zu entfalten, sich weiterzubilden, sich zu entfalten und sich aufgrund dieser Mehrleistung etwas leisten zu können. Und dafür will ich wieder kämpfen in Zukunft, dass das wieder funktioniert. Wie glücklich ist im Moment der FDP-Vorsitzende in Bayern anlässlich der Sat.1-Umfrage, dass das 5% jetzt wieder sind bei Landtagswahlen, wenn sie am Sonntag stattfinden würden? Absolute Mehrheit der CSU, die sich ja scheinbar auch dafür verantwortlich fühlt, dass die Natur hier hinter uns so schön ist. Wie stehst du dazu? Ist das jetzt ein Grund, ein dickes Fass aufzumachen, oder ist da noch ein langer, langer Weg zu gehen, bis die nächsten Landtags- oder Bundestagswahlen anstehen? Also ganz ehrlich, dass wir 5% haben, nett. Ja, aber für was? Der Weg ist noch lang und in 3 Jahren werden wir in Bayern Landtagswahlen haben. Und dann wird es sich herausstellen, wie gut wir gearbeitet haben, wie weit wir die Menschen überzeugt haben in Bayern, weil das ist nur ein Zwischenstand. Das kann jetzt auch schon reine Unzufriedenheit sein mit diesem Lalala von der CSU. Das ist ja alles Unsinn, weil die, jetzt kommen sie, jetzt... Energiewende. Jetzt kommen wieder neue Ideen daher. Nichts wird gewollt. Jetzt soll der Atommüll, der ja von uns verursacht worden ist, auch bloß nicht bei uns lagern. Also man muss auch Verantwortung übernehmen für Dinge, die man genossen hat und von denen man Profit gehabt hat. Und das haben wir in Bayern gehabt. Und jetzt auf einmal darf der Atommüll hier nicht gelagert werden. Also so ein Käse. Ich glaube, das durchkreuzt die Pläne vom Seehofer, dass er gerne hätte, dass die Bundesrepublik, also der Bund, ihm Gaskraftwerke bezahlt an den Stellen, wo im Moment noch Kernenergie, also Atomkraftwerke stehen. Ja? Und ich glaube, das durchkreuzt so ein bisschen seine Ziele und seine Pläne. Reden wir jetzt mal über in 3 Jahren. Landtagswahlen. Ja. Wo steht Albert Dün dann? Ja, als
an Werther als Ministerpräsident. Ist doch klar, das habe ich ja deutlich zum, erklärt. Wenn, dann denke ich, ich stehe für Bayern. Ich stehe, auch wenn ich Ostfriese bin, ja, aber man sieht es mir an. Ich habe mich sehr gut eingeführt in Bayern und ich versuche eben auch wirklich dieses Lebensgefühl, das ich auch in Bayern kennengelernt habe. Ich lebe 46 Jahre hier und ich glaube, dass ich mich sehr gut hinein versetzen kann in die Denke der Menschen hier. Okay, meine Sprache ist heute immer noch nicht bayerisch, aber ich versuche schon ein bisschen. Aber das klingt einfach lächerlich, wenn ich versuche, bayerisch zu reden. Auf der Wohlfühlskala von 1 bis 10, wie wohl fühlt sich ein Albert Dün auf 1400, 1500 Meter? Geht er im Sommer gerne in die bayerischen Berge wandern? Also ich gehe gerne in die Berge wandern. Jetzt muss ich zugeben, nicht so oft in die bayerischen Berge, weil diese Zeit für Eintagestrips habe ich nicht, sondern wenn, dann wird es meistens ein längerer Trip. Dann gehe ich auf die andere Seite der Berge, so ein bisschen nach Südtirol. Aber das ist ja ungefähr das Gleiche von der Lebensart her. Ich mag das gerne. Ich meine, normalerweise brauche ich heute in den letzten anderthalb Jahren habe ich einfach zu wenig getan, sportlich. Heute bräuchte ich also nach Kilometern ein Sauerstoffzelt, aber auch das wird sich organisieren lassen. Dann hoffen wir mal, dass du morgen vielleicht nochmal den Wendelstein dir von oben anguckst, nach dem Sommerfest, was hier veranstaltet wird, und wir hören uns dann irgendwann demnächst wieder. Alles klar, also chancenlos, weil ich muss morgen früh zurück. Ich habe schon morgen früh wieder Termine und morgen Abend ist die Abi-Feier meiner Tochter. Also die darf ich natürlich auf keinen Fall versäumen. Und mein Wohlfühlfaktor ist im Moment sehr hoch, weil ich mich einfach auch in der Umgebung, der einfach in Oberbayern sehr wohlfühle, und in der Umgebung meiner Freunde, meiner Parteifreunde, die ja heute werden wahrscheinlich an die 100 Leute hierher kommen, Wildschwein essen. Und wie jedes Jahr wird das ein unheimlicher Spaß und ein tolles Event werden, das die Leute auch immer mehr zusammenschweißt, auch für die Zukunft. Dankeschön. Ich danke dir.